Ja dann, Moment. Ich muss vorher mein Inventar leer machen, damit ich das Spektakel auch genießen kann. Mhm. Theoretisch brauchen wir nicht mal Wasser, um die wegzuspülen, weil sobald wir die Wand aufmachen, rennen die alle da rein. Ja, aber wir müssen ja den, wir lassen ja erst den Zombie da drauf los. Ja, aber wir können dann ja so, ne? Den Zombie, und wenn der die, während die Haut, bauen wir so an die Wand auf. Und dann rennen die vielleicht noch panisch raus. Und dann die Zombies hinterher und dann fliegen alle da rein. Geil. Was bauen wir zuerst ab? Das da und dann das ja. Boot, oder? Ja, oder die Betten. Einer hat sich bei dem reingesetzt. Oh, Waldemar heißt der. Oh ja. Okay, Achtung. Tschüss, Waldemar. Okay, der will zu dir. Sollen wir dann einfach aufmachen, was die Dorf machen, oder sollen wir die vorher infizieren? Nee, ja, nee, eigentlich ist es egal, komm. Ja. Oh, 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 oh. Du hast verkackt. Einer ist raus, ne? Ja. Und dann geht wieder rein. Oder? Wo ist der Zombie hin? Ach, das war der Zombie. Ja, der Zombie ist da. Na gut, dann müssen wir halt ein bisschen nachhelfen. Mit Wasser. Ach was. Ja, oder so. So. Geil. Keine, Arrivederci. Ja, keine Zeugen. Nee. Nur ein paar hundert Leute auf YouTube. Es wurde ein paar alles vernichtet. Nicht. So. Und dann müssen wir halt mal gucken. Achso, ich hole mir dann mal kurz noch einen Eimer, weil ich habe nur noch einen Wassereimer. Und ich hätte gern wieder zwei. Ja, aber das ist vorbei jetzt, oder? Nö. Ja, wobei, ne. Weil die Lava ja schon alles kaputt gemacht hat. Nö. Die Eck, die Quellblöcke sind noch da. Das waren ja auch die einzigen, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Tja, jetzt haben wir nicht mal Netherrack, um das hier aufzufüllen. Da ist noch ein Schild irgendwo da drin versteckt. Oha. Ja. In der Mitte. Okay. Gut, dann gehe ich jetzt mal Netherrack holen. Ja. Wo ist mein Feuerzeug hin? Ach, hier. Und ich glaube, ich baue hier mal so einen Hügel jetzt. Oder so. Mhm. Wobei, ich gehe erst auf die Plattform und guck mir nochmal an, wie es jetzt aussieht. Ich spawn hier und krieg einfach Schaden und weiß nicht mal von was. Nether in a nutshell. Von einem Skelett. Das hat durchs Portal geschossen. Wo stand das denn? Keine Ahnung. Nirgends. Okay, ich würde da, wo jetzt dieses Loch ist, da würde ich, glaube ich, einen blauen Wald hinbauen. Ja. Und da nebendran kommt die Festung, da würde ich gar keinen Wald oder so hinbauen. Und neben dem blauen Wald hinten bei der Kuhle würde ich den roten Wald hinbauen. Und dann... Ja, die Kuhle muss ja nicht so bleiben, die kann man ja auch noch eventuell anpassen, weil ich glaube, die ist ein bisschen zu tief. Ja. Also, oder entweder zu tief... Also entweder man macht sie halt klein, flacher, oder wenn man die Tiefe beibehalten will, muss man sie breiter machen. Ja. Na gut.
Jetzt dachte ich mir, oh, endlich ist das mit dem Lava-Dings vorbei und jetzt geht das nächste los. Ist auch nicht besser. Naja, vorbei ist noch nicht mit der Lava, nur aufgeschoben. Ja, aber das reicht ja auch erstmal. Naja, red's dir weiter schön. Irgendwann wird dich die harte Realität einholen, wenn du wieder Lava platzieren möchtest. Irgendwann musst du das einfach machen. Ach so. Problem gelöst. Dann mach ich es mit Absicht falsch, dass sich du so sehr aufregt, dass du es einfach machst. Dann banne ich dich vom Server. Dann ändere ich das Kanalpasswort von YouTube und lade Expose-Videos hoch. Aber ich habe die Wiederherstellungs-E-Mail-Adresse. Scheiße. Bist du im Nether? Ja. Kannst du... Nein, ich kann nicht schlafen. Oh. Kannst du noch so ein paar Sachen mitbringen? Je nachdem, was. Ein Ritter-Skelett-Schädel zum Beispiel eher weniger. Nee. Du bringst ja Netherrack. Ja. Kannst du auch Wirrnäzeln mitbringen? Das weiß ich nicht. Wo sind die normalerweise? Im blauen Wald? Ich habe gerade Dings gefunden. Netherite-Schädel. Ah, gut. Also, oh, halt, stopp, das ist ein Pigman, nicht abschießen. Ich habe schon aus Reflex den Bogen gespannt. Ich habe einfach hier Nether abgebaut, direkt neben unserem Portalraum, wo man rauskommt. Und es war so einfach im Boden drin quasi. Ich habe einen Netherrack abgebaut und direkt unten drunter war wie heißen die? Antiker Schrott. Ja, genau. Ja, ich habe ja auch mal mitten in der Wand irgendwo, ich glaube auf dem Server war das aber. Da habe ich ja auch mal einen Block abgebaut oder so und dann war da direkt voll auf voll der hohen Höhe auch. Ich glaube, das war im Stream. Her damit. Ja, so, Wirrnäzeln bräuchte ich. Jetzt war ich abgelenkt. Wirrnäzeln? Ja. Und wo gibt's die nochmal? Im blauen Wald. Ach ja. Ja. Davon bräuchte ich viele. Ein paar Stacks. Ein paar Stacks? Mein Inventar ist fast voll. Hast du keine Schalker-Truhen dabei? Nee. Mein Inventar war leer und dann dachte ich, mach's einfach voll mit Netherrack und komm wieder zurück. Und jetzt sind irgendwie noch 3 Slots frei oder so, aber... Dann schmeiß den Netherrack einfach weg. Nee. Ich schmeiß was anderes vorher weg. Zum Beispiel... den antiken Schrott. Ja. Guck mal, das ist ein Item, was einen ganzen Slot verbraucht. Voll die Platzverschwendung. Das stimmt, ja. Nee, ich schmeiß, ich hab noch Erde und Schwarzpulver. Oh ja. So, blauer Wald. Wo war nochmal ein blauer Wald? Im Nether. Nee, ah ja, ich weiß wo. Und was sind das für welche? Sind das die Baumholzblöcke? Nee, die Baumblöcke sind die Wirrwarzen. Die sind die Bodenblöcke. Ach, ich brauche einfach nur Bodenblöcke? Ja. Ja, dann kann ich Stacks mitbringen. Ich dachte, das ist jetzt so richtig nervig zum Abbauen. Nee. Aber ich fliege ein bisschen weiter weg, damit ich nicht die schöne Landschaft hier zerstöre. Oh, hier ist kein blauer Wald mehr. Umdrehen. Und... Ja, komm hier. Oh nein, bitte nicht Enderman. Brauchst du auch ein paar Bäume von denen? Wobei, wir haben kein Falling Tree mehr. Nee, die macht mir ja aus den Pilzen. Was? Die Bäume machst du eh aus den Pilzen. Ach so, ja. Gut, aber vielleicht hätten wir das Holz brauchen können oder so. Nö. Aber ein paar Pilzlichter nehme ich mit, die sind schön. Ja, das kann ich machen.
Das schmeiße ich aber wirklich. Nee, brauchst du auch Wirrwurzeln? Ja, kann schon ein paar mitbringen. Oder kommen die mit Knochenmehl? Das weiß ich nicht. Ach, die auf dem Boden? Mhm. Das kann ich mal ausprobieren eigentlich. Ah, die kommen auch so. Okay. Na ja, gut, komm, dann schmeiße ich einen Stack Netherrack weg. Tja. Ach, ich habe sogar noch einen Stack. Ach, guck mal an, dann kann ich ja noch weiterfahren. So, jetzt habe ich nichts mehr. Bin gleich auf dem Rückweg. Ah. Wie viel hast? Viereinhalb Stacks. Okay. Mehr wollte ich nicht mehr opfern von meinem Netherrack. Ja. Ja, wir müssen aber dann nochmal gehen wahrscheinlich und was holen. Ja, oh, das macht ja nichts. Problem. Mit wahrscheinlich meinte ich auf jeden Fall. So, wo bist? Auf der Aussichtsplattform. Aber du kannst einfach da reinschmeißen. Ah. Danke. Bitte sehr. Alter, ich will doch den ganzen Scheiß doch nicht. Ich wollte einfach nur die Wirrnetzel. Das gehört alles zum Gesamtpaket. So. Soll man schlafen, es ist Nacht. Ja. Nein, anders, wir werden jetzt schlafen. Ey. So, jetzt trinke ich so einen Trank und dann baue ich... Erstmal mache ich die Truhen von hier hinten weg. Das nervt mich. Hm. Ein Trank, genau. Okay, wie viel habe ich noch? Hm, nicht mehr viel. Das ist wenig. Nicht mal mehr zwei Stacks. Von dem, was ich gerade gebracht habe? Ja. Na, ist auch mal frech. Das geht schnell weg. Wie wär's, wenn du selber das holen gehst? Ja, vielleicht. Als Herausforderung ohne Elytren. Ich weiß nur, weil da bin ich doch, werde ich dann nicht fertig, bis die Aufnahme fertig ist, oder? Ja, das stimmt wahrscheinlich. Da muss ich dir recht geben.
Ja. Alles weg. Oha. Krass. So schnell kann es gehen. Ja. Die mühsame Arbeit vernichtet. Nicht vernichtet. Naja. Und mühsam war es auch nicht. Es ging ruckzuck. Aber so viel ist tatsächlich gar nicht mehr, glaube ich. Eigentlich könnte ich schon mal ein paar Bäume hinmachen. Dann sieht es etwas gefüllter aus. Mhm. So wie gefüllte Pfannkuchen. Oh ja. Mit Nutella drin. Mhm. Geil. Junge, was wächst hier denn, Alter? Was ist das für ein... Was denn? Ach du Scheiße. Der ist gigantisch. Ja, aber das ist doch der einzige, der so ist. Ja. Aber ich will den nicht abbauen, weil wir haben keinen Tree Capitator. Dann bleibt er wohl. Ja. Was ist eigentlich mit dem? Also... Wir benutzen Falling Tree für die Zuschauer, stimmt, die jetzt verwirrt sind. Aber was ist mit dem? Ja, der ist weg. Der muss wieder hier sein. Hm, ja. Muss man halt den ganzen Server einmal wieder updaten. Ja. Davor drücke ich mich ein bisschen. Aber das lohnt sich schon. Muss man ja schon sagen. Gerade bei sowas. Ja, schon. So. Der Anfang sieht doch aber schon mal gar nicht schlecht aus. Jetzt ist alles schön bepflanzt. Und bewachsen. Hm. Oh, das kann man machen. Das gucke ich mir nochmal von oben an. Ja, wenn da noch ein paar mehr sind, so ein bisschen hier und dann... Was sagst du zu meiner Wand? Passt es bisher? Ja. Ja, oder? Oder ist es zu eben oder zu uneben an manchen Stellen? Nee, wunderbar. Nee. Wie weit ist denn das blaue Biom? Wie meinst? So vom Portal. Ach so, nicht weit. Theoretisch kannst du die Bahnstrecke langfahren, die lange zu der,
zu der Riesenhöhle mit dem Lavasee und dann komme ich direkt in einem blauen Biom raus, aber das sind halt so schwebende Inseln über einem großen Lavasee. Ah. Das ist vielleicht nicht so geil ohne Elite drin. Ach, egal. Alter, hat es gerade abrupt angefangen zu regnen oder war das, weil ich hier so an den Rand gelaufen bin? Ja, das glaube ich eher. Wenn du willst, kann ich aber auch hier das Netherrack weitermachen. Nö. Tschüss. Viel Spaß und sterb nicht schon wieder. Warte, ich wollte einen Trank mitnehmen. Oh ja, das ist sehr gut. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die sind, ey, wir haben... Hab die Truhen umgestellt. Ah ja, ich wollte gerade schon sagen. Ja, ja. Ist das Portal hier eigentlich wieder an? Ja. Ah. Besser ist es.